Sasat, grüß meine Freunde. Heute klappe die zweite mit meinem Sportskamerad Danny, der Thüringer. Grüß mein Bester, klappe dir. Ja. Wir haben uns vorgestern getroffen, zufälligerweise wieder. Und erzähl mal, Danny, wo haben wir uns kennengelernt, Mann? Wo war das? Vor 2 Jahren irgendwo. Vor 2 Jahren voll besoffen im Herrengarten. Und dann haben wir eine richtig geile Sauftour gemacht. Aber genau. Wir wissen beide nicht mehr so richtig, was wir da gemacht haben. Genau, auf jeden Fall war es cool. Totale Filmrisse. Genau. Allerdings total besoffen, aber jetzt haben wir dem Alkohol ja abgeschworen. Und zumindest vorläufig. Und pumpen uns heute mal die Seele aus dem Leib. Und heute ist Armetag. Das heißt Bizep, Unterarme. Ein bisschen Bank drücken. Der Danny kann auch ein bisschen an seiner Plauze arbeiten, genau wie ich. Hat auch eine schöne Plauze. Und so, Danny, jetzt hat der Herr Plauze erstmal ein schönes Geschenk für dich. Ein bisschen Puderzucker. Das nimmt man Kreatin, das ist gut voll Sport zu nehmen. Gönn dir. Ja. Nimm es im Mund und trinkst mit Wasser runter. Ja, und direkt runter trinken. Direkt gönnen. Und dann sagst du mal, mir in einer halben Stunde, wie du dich fühlst. Das müsst ihr eigentlich direkt reinknallen, den Scheiß. Ja, das ist nämlich hier für die Leistungssteigerung 100% pures Kreatin. Ne? Und Danny, das schmeckt wie Puderzucker, hä? Eigentlich noch gar nichts. Ja, noch gar nichts. Aber die Wirkung wird kommen. Und dazu, während dem Training, nach dem Training und vor dem Training, ein paar Thüringer Bratwürstchen kombiniert mit Lion Breakfast Cereal. Ja? Das hatte Danny extra mitgebracht für uns beide. Ne? Mal besser. Können wir uns während dem Training, wenn der Blutzucker ein bisschen sinkt, ein bisschen was nehmen davon. Weil heute ist auch das erste Training, wo Plauze keine BCAAs nimmt. Nach einer gefühlten Ewigkeit. Heute trinken wir nur Wasser und gönnen uns ein paar Traubenzucker. So, Danny, jetzt kommt gleich die Runde Nummer 2. Jetzt machst du gleich nochmal deinen Mund auf. Guck nochmal noch Traubenzucker hinterher. Dass du heute richtig vorbereitet bist. Hier, Danny. Genau. Und wie schmeckt das? Schmeckt das gut jetzt? Super. Perfekt. Und dein Ziel im Fitness, wie lange bist du angemeldet hier, McFit, Danny? Seit wie vielen Monaten, Wochen? Auch schon gut 3 Jahre. 3 Jahre? Ja. Schon nie gesehen. Ich bin seit 7 Monaten hier, seit letzten Juni. Erstes Mal gesehen vorgestern, glaube ich, ne? War das. Ja. Und dein Ziel will sein, willst du Kraft aufbauen, willst du Kondition aufbauen oder willst du aussehen wie ein Thüringer Holzfäller? Also breit und stabil und kräftig. Mein Ziel ist es, wie ein Holzfäller auszusehen. Genau, das ist auch mein Ziel. Weil wir sind beide Thüringer Jungs, zumindest habe ich da 11 Jahre meines Lebens verbracht. Und wir lieben beide Thüringer Delikatessen, die Rostbratwürstchen, die Thüringer Klöße und was gibt's da noch Leckeres? Esst ihr auch Eisbein und sowas? Oder das ist nur die Brandenburger Eisbein, ne? Wie heißt das? Rouladen. Rouladen, Thüringer Klöße, genau. Rostbratwürstchen, Sauerkraut, Rotkraut, Mettbrötchen. Ja, genau. Das sind die Thüringer Spezialität. Schönen Gruß an Heiko, an Manu, nach Maxul, meine alten Freunde. So, du hast in Ilmenau hast du gewohnt, ne? Ja. Wir haben direkt an der Grenze, also relativ an der Grenze gewohnt, Richtung Eisenach. Das kleine Örtchen hieß Maxul. Da waren früher viele Grenzer. Also früher viele Beamten der Staatssicherheit untergebracht. Na ja, der erste Wachturm ist 5-6 Kilometer nur entfernt gewesen. Oh, okay, cool. Grenzturm. So, Danny, das war jetzt der erste Teil mit meinem Kollegen Danny, der Holzfäller, die erste Ausgabe. Und nachher noch ein Video über Marische Pumpeln, weil heute machen wir unseren Bizeps kaputt, ne, Danny? Ja, zumindest ist das das Ziel. Bis dahin.